Einkaufen in Lohr am Main ist individuell. Einkaufen in Lohr am Main sichert Ausbildung und Arbeit. Und Einkaufen in Lohr am Main ist umweltfreundlich. Kommen Sie nach Lohr am Main. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 70. Ausgabe von Schneewittchen TV. Und ich habe für die Anmoderation den Schlossplatz ganz bewusst gewählt, denn am 29. Oktober findet das Lohrer Rambo-Fest statt. Und auch wir sind hier am Schlossplatz wieder mit unserer Schneewittchen TV-Bühne vertreten, auf der ihr ein tolles Programm den ganzen Tag über findet. Die Irish Folka Leprechaun Splasher spielen, die Jugendblaskapelle aus Wombach. Dann gibt es ein Märchenerzähltheater mit Nathalie und Bo Spadarossa. Und dann habe ich noch den Seba, den Rapper, der mit dem Jutzi Kinderchor hier auftritt. Er hat mir versprochen, dass er mit so vielen Kindern wie nur möglich hier am Schlossplatz zugegen sein wird. Also im Jutze hat er sein Lied Ozean mit fast 100 Kindern aufgenommen. Also schauen wir mal, ob wir den Platz füllen können. Wir würden uns riesig freuen. Weiter ist der Bund Naturschutz natürlich noch da, die den Apfelsaft, ihr habt den Beitrag in der letzten Sendung gesehen, verkaufen. Und es gibt Kürbissuppe und Kürbisbrot. Und das THW, das hat hier auch einen Stand bzw. eine Fläche. Die haben 70-jähriges Jubiläum gehabt mit dem Ortsverband Lohr. Und da gibt es hier auch unheimlich viel zu entdecken. Die haben nämlich jede Menge Oldtimer. Und außerdem wird der Seba gemeinsam mit dem Jutze Lohr und dem Sven Ahmend aus Sven Ahmends Fitness- und Boxcamp einen Stand zum Thema Gewaltprävention aufbauen. Also es lohnt sich auf alle Fälle, hier mal vorbeizuschauen. Aber bis es dahin kommt, sind noch ein paar Wochen Zeit. Ihr merkt es euch jetzt schon vor. Wichtig, jetzt sind noch gleich zwei Festivals, die im Oktober stattfinden. Am 21. Oktober findet nämlich das Praise the Fuzz Festival statt. Da bin ich natürlich auch dabei. Und passend zu diesem Festival in der Lohrer Stadthalle habe ich die Lohrer Punk Hardcore Noise Rocker Kuda bei ihren Proben dazu besucht. Die Band um die beiden Brüder Markus und Thorsten Ruf. Hier in unserer Sendung der Beitrag dazu. Und am 28. Oktober findet das Chaos Unity Festival in der Stadthalle statt. Und auf der Bühne, wo es dann krachen wird, wenn den ganzen Tag über bis nachts Death Metal angeboten wird, war ich mit Heiko Krumpholz, dem Schlagzeuger der Lohrer Thrash Metal Band Final Breath, und habe ihn mal gefragt, was denn euch so erwartet. Nach der Moderation verlosen wir zum Chaos Unity Festival auch 2x2 Eintrittskarten. Und das Interview mit dem Heiko, das seht ihr natürlich auch gleich. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch auf das 20-jährige Jubiläum der Lohrer Death Metal Band Fragmentory, auch am 21. Oktober, im Clubhaus der Liberators in Steinfeldhausen hinweisen. Da werde ich wahrscheinlich auch sein und ich sehe schon kommen, unser Lohrer Heimatjournal wird langsam zu einem Heavy-Metal-Fanzine. Hier ist richtig was los in der Umgebung, vor allem was die Freunde des Hutton-Metals angeht. Also besucht auch die Festivals, dass die gut besucht sind und dass wir alle unseren Spaß haben. Natürlich haben wir auch einen besonderen Einsatz der Lohrer Feuerwehr gehabt. Ihr habt es vielleicht schon in den sozialen Medien mitbekommen. Die haben aus 6 Metern Höhe eine Katze gerettet. Da waren wir mit dabei, dass ihr auch mal seht, für was die Feuerwehr sonst noch da ist. Der federführende Kommandant, der Sebastian Mademann, der hat uns erklärt, was das Besondere an diesen Einsätzen ist. Wir waren auch zu Besuch bei Maximilian Kanzler im Reterra Humuswerk in Wernfeld zur Bekanntgabe unserer gemeinsamen Zucchini Challenge. Der Max stellt nämlich in diesem witzigen Beitrag in dieser Sendung nicht nur den Gewinner der Zucchini Challenge vor, sondern der zeigt euch auch, wie direkt vor Ort im Reterra Humuswerk die Zucchini sozusagen mit den Geräten vor Ort zubereitet wird. Am Gymnasium in Lohr, am Franz-Ludwig-von-Erthal-Gymnasium, gibt es wieder eine neue Schülerfirma, die nennt sich dieses Jahr Begin und setzt auf das Konzept von selber designten ökologischen Stoffbeuteln. Ich habe die Schüler mal dazu befragt. Außerdem war ich mit Monika Wolf und Daniel Franz zu einer Begehung im Ruheforst von Steinfeld und die haben mir die Hintergründe dieses exklusiven Friedhofs erklärt. Gewonnen in der letzten Sendung hat Simone Schmidt 2 Freikarten für eine Theateraufführung der Lohrer Gaukler.
Und heute verlose ich, wie ich gerade schon gesagt habe, 2x2 Karten für das Chaos Unity. Ich möchte von euch wissen, welches Festival veranstaltete Final Press mit Heiko Krumpholz in den 2000er Jahren in Gemünden? Schickt mir die richtige Antwort, den Namen des Festivals, an info@schneewittchen.tv und gewinnt 2x2 Karten fürs Chaos Unity Festival am 28. Oktober. Unsere nächste Sendung, die ist einen Tag davor, nämlich am 27. Oktober. Und einen Hinweis habe ich noch in eigener Sache. In der nächsten Sendung wird es nämlich einen Beitrag über die Wombacher Volleyballer geben, die nach 10 Jahren wieder Bezirksliga spielen. Und an diesem Samstag wird das Spiel gegen Röttingen und Hammelburg 2 in der Grundschulhalle in Wombach stattfinden, wo ich natürlich auch dabei bin und denen mal über die Schulter schaue. Außerdem hat der Kartenvorverkauf für unsere Abenteuerreihe Abenteuer erleben live in der alten Turnhalle begonnen. Ab der kommenden Woche findet ihr die Karten bei den Raiffeisenbanken Main-Spessart in allen Altkreisstädten und über Reservix und im LoRa Reisebüro Derpat. Wir beginnen am 24. November mit dem Thema Island, fahren dann oder fliegen dann nach Neuseeland mit euch, sind dann in Korsika. Dann geht's noch weiter nach Schottland und Günter Wamser und Sonja Endelweber, die Abenteuerreiter, die nehmen euch mit auf die große Reise im April. Also wir freuen uns, dass es nach 3 Jahren Pause dieses Jahr endlich wieder losgeht. Und deswegen würde ich sagen, der Elvis ist jetzt ziemlich müde, das Licht ging gerade an, die Stadt, die wird ruhig und ich wünsche euch viel Spaß in der Sendung. Und wir sehen uns beim Rambo-Fest und zur nächsten Sendung am 27. Oktober. Ja, wir wurden um 7:15 telefonisch von der integrierten Leitstelle darüber informiert, dass eine Katze im Baum sitzen würde und nicht mehr von alleine runterkommen kann. Das habe ich mir mit dem Privatfahrzeug angeschaut und es hat sich die Lage bestätigt, dass eine Katze ziemlich entkräftet auf dem Baum gesessen war und ja, stark miauzt hat und um Hilfe gerufen hat sozusagen. Und daraufhin habe ich die Drehleiter und das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug nachgefordert. Es wurde eine Straßensperre hier auf der Osttangente eingerichtet. Warum die Osttangente? Wir wollten so wenig wie es geht die Natur beeinträchtigen und irgendwo Äste abschneiden. Das ging von hier aus am besten, das haben wir gemacht. Die Katze wurde den Besitzern übergeben. Besitzer sind froh und munter. Katze ist jetzt auch erleichtert und froh und munter und wird, denke ich mal, ein Leckerli bekommen. Ja, solche Einsätze haben wir im Jahr rund 10 Mal im Schnitt, 10 Mal, wo wir Tiere halt retten aus Zwangslagen oder aus hilflosen Lagen. Genau. Für die Besitzer ist sowas natürlich extrem aufregend, weil man sowas natürlich nicht alle Tage hat. Für uns ist es im Endeffekt auch einer der schöneren Einsätze, wenn man bedenkt, was wir sonst für Einsätze fahren. Von daher machen solche Einsätze dann tatsächlich auch Spaß und bringt dann auch ja, ein gutes Gefühl, wenn man wieder nach Hause kommt. Nach der biblischen Überzeugung trägt der Mensch die Verantwortung für die gesamte Schöpfung und damit auch für das Leben. Durch Tiersegnungen wird dieses Verhältnis von Mensch und Tier in einem speziellen Gottesdienst zum Ausdruck gebracht. Für Menschen sind Tiere oft so etwas wie gute, ja, beste Freunde, eigentlich sogar schon Familienangehörige, mit denen sie schöne und schwere Stunden teilen. Klar, dass auch wir uns mit Elvis auf eine kleine Wanderschaft durch den Spessart begeben haben, um einer Tiersegnung, nennen wir es lieber mal Hundesegnung, es waren an diesem Sonntag nämlich nur Feldschnauzen anwesend, in der Kartause Grünau beizuwohnen. In diesem schönen Fleckchen Erde, eine kleine Oase, wo wir, denke ich, auch der Schöpfung ganz nahe sind. Was mich und unsere Zuschauer und alle Hunde- und Tierbesitzer natürlich interessieren würde, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Hundesegnungen abzuhalten? Das war vor 10 Jahren. Da bin ich Ehen- und Familienseelsorger geworden. Und da wir selbst auch einen Hund hatten,
damals, den Sam, ein Golden Retriever, habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, für die Familien so ein Angebot auch zu machen. Die Hunde sind ja Familienmitglieder und denke ich, haben es auch verdient, dass sie dann auch mal in den Mittelpunkt auch kommen und dass wir für sie einfach da mal auch beten können, sie Gott anvertrauen und dann speziell den Segen spenden. Seine erste Segnung? Ja. Ja. Oh, da muss ich besonders viel Wasser nehmen. Elvis, mach schön Sitz. Elvis, es segnet dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dass sie einfach ja, beschützt dann mit ihrer Familie durchs Leben gehen können. Und das hat ja schon eine sehr alte Tradition auch in der Kirche, diese Segnungen. Von daher wollte ich die einfach aufgreifen. Und hier in der Kartause Grünau ist ja ein wunderbarer Ort dafür. Sehr idyllisch gelegen, zwar etwas abgelegen, aber man kann hier, denke ich, die Natur, die Schöpfung Gottes auch sehr gut spüren und erfahren. Und da ist es der ideale Ort eigentlich. Jetzt haben Sie gerade schon die Geschichte angesprochen. Das würde mich natürlich jetzt auch mal interessieren. Sie haben in Ihrer kurzen Predigt vorhin, wenn man so sagen kann, gesagt, dass ein Kind Sie mal darauf angesprochen hat, denn Ihr Hund kommt, wenn er mal stirbt. Ja, wo der hinkommt, ob der denn in den Himmel kommt. Und das konnte ich Gott sei Dank auch bejahen und habe eben verwiesen auf die Geschichte von Noah und seine Arche, der ja alle Tiere vor der Sintflut gerettet hatte. Und da waren auch eben Hunde auch dabei. Und dadurch, dass Gott wollte eben, dass Gott eben die Menschen und die Tiere rettet, ist auch klar, dass er dann auch noch für sie sorgt nach dem Tode. Wenn unser Weg hier zu Ende ist, dann sind wir wieder da vereinigt im Himmel. Und die Hunde, denke ich, denen geht es auch dann im sogenannten Hundehimmel ganz besonders gut. Gibt es genügend Leckerli und Gott sorgt dann auch für sie wie für uns Menschen. Jetzt machen Sie die Hundesegnungen, haben Sie vorhin gesagt, schon seit 10 Jahren. Was sind denn so die besonderen Dinge? War mal jemand mit dem Goldfisch vielleicht da? Nein, es waren bis jetzt immer nur Hunde und Pferde da. Aber ein anderes Tier hat sich noch nie hergewagt. Bei der Katze wäre es ja dann auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ne, mit da noch die Ruhe zu bewahren, die Andacht zusammen mit den Hunden. Aber es ist grundsätzlich offen für alle Tiere. Ne? Da kann man nochmal auch das speziell auch publik machen, dass sich vielleicht auch jemand traut, mal mit seinem Hamster zu kommen, mit seiner Schlange oder Maus oder mit seinem Vogel. Also den richtigen Vogel jetzt auch. Ne? Und naja, also das ist hier noch ausbaufähig, was die Vielfalt der Tiere angeht. Aber bis jetzt, die gekommen sind, denke ich, haben sich ganz wohl gefühlt. Ist ein vertrauter Kreis und hat sich auch ein bisschen rumgesprochen in den 10 Jahren. Also, liebe Zuschauer, eine Schlange hätten wir auch noch anzubieten. Vielleicht sind wir bei der nächsten Hundesegnung mit Elvis und mit Schlange dabei. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich schaue, ob es beim Elvis auch einen kleinen Wandel jetzt gibt mit der ersten Segnung. Vielleicht wird er ja ein bisschen entspannter. Denke ich mal. Ne? Also, dass er da schon sehr jetzt jeden Tag den Herrchen und dem Frauchen zu Füßen liegt, ne? Und alle Wünsche dann von den Lippen abliest. So wird es wahrscheinlich sein. Mit messerscharfen Riffs, sattem Groove, Double Bass und aggressivem, gutturalen Gesang hat die Lora-Band Final Breath mit einer Mischung aus Thrash und Death Metal seit der Gründung im Jahr 1993 ihren eigenen Stil gefunden. Anfang der 2000er war die Band sogar auf dem Sprung, ihren Lebensunterhalt vollumfänglich mit ihrer Musik zu verdienen. Nach 14-jähriger Pause erschien 2018 mit dem Album Of Death and Sin ein Comeback, das zu zahlreichen Auftritten und einer Tournee mit Destruction führte. In diesem Jahr standen Final Breath auf der Bühne des Summer Breeze Festivals in Dinkelsbühl. Schlagzeuger Heiko Krumpholz und seine Bandkollegen veranstalteten in den 2000ern mit dem Up From The Ground das größte Extrem-Metal-Festival Frankens in Gemünden. Wenn auch eine Spur kleiner,
könnte Lohr zur Metal-Metropole der Region werden. Denn das Chaos Unity Festival findet am 28. Oktober bereits zum zweiten Mal in der Stadthalle statt. Final Breath wird erneut bekannte Bands des Genres nach Lohr einladen und damit für Glückseligkeit bei den Metalheads sorgen. Ich habe mich vorab auf der Bühne der Stadthalle mit Heiko über seine Band und das bevorstehende Festival unterhalten. Heiko, wir sitzen hier auf der Bühne in der Lohrer Stadthalle. Zum dritten Mal heißt es Chaos Unity am 28. Oktober. Zum zweiten Mal, aber... Wir hatten die CD-Premiere beim ersten Mal, aber genau. Zum dritten Mal Final Breath auf der Bühne hier in der Stadthalle. Ja. Erzähl doch mal unseren Zuschauern, was ist denn dieses Jahr zu erwarten? Naja, dieses Jahr ist im Prinzip das Gleiche zu erwarten wie die letzten, letzten beiden Jahre waren es ja nicht ganz, aber die letzten beiden Ausgaben vom Festival. Wir haben wieder 7 Bands und spielen am Schluss nochmal selber eben als quasi Headliner für ein 75-Minuten-Set. Und wie man im Hintergrund sehen kann, haben wir 4 eher lokalere Bands. Plus haben wir dann mit Bonded und Disbelief auch nochmal 2 Bands, die auf jeden Fall überregional deutlich schon bekannter sind. Und ich denke, das ist alles in allem eine gute Mischung. Nach der Zwangspause 2021 lief es ja wieder an. Ihr war dieses Jahr auf einigen großen Festivals, unter anderem beim Summer Breeze, auf dem ich ja auch war. Aber leider habe ich euren Auftritt verpasst, weil ich 6 Stunden lang im Stau stand. Das war wirklich so, weil irgendwie alle wegen Wacken, weil Wacken ja eine Woche vorher war, irgendwie alle eher angereist sind. Aber ihr habt einen fetten Auftritt gehabt. Ich zeige hier ein paar Videos auch. Mhm. Erzähl mal, wie war's? Ja, war toll. Ich meine, das war für uns natürlich eine super Gelegenheit, auch wenn es jetzt quasi nur der Warm-up-Tag war, war es im Prinzip eine super Gelegenheit, einfach auch mal auf einem großen Festival einen Nachtslot zu spielen und länger wie irgendwie 30 oder 45 Minuten. Also wir hatten wirklich volle 75 Minuten Spielzeit. Am ersten Tag sind die Leute in der Regel halt auch einfach noch hungrig. Die haben einfach Bock zu feiern, die waren in Festivallaune, die sind da angekommen und wollten feiern und das hat man einfach auch gemerkt. Hat schon viel Spaß gemacht. Du bist ja erfahren im Veranstalten von großen Festivals. Ich erinnere gern an das Up From the Ground zurück. Das war ja in ganz Franken, glaube ich, eines der größten Festivals für extrem harte Musik, also Death Metal und so weiter. Jetzt geht's in der Stadthalle weiter. Hast du in der Zukunft weiterhin vor, jetzt wieder die Festivalszene zu beleben? Ich möchte mich da ehrlich gesagt nicht wirklich festlegen. Ich würde einfach das auf mich zukommen lassen. Wir machen jetzt hier einen Anfang, versuchen einfach mal wieder irgendwie was zu machen, versuchen hier bei uns in der Gegend einfach für die Metal-Szene was zu tun, was ja auch für uns ist. Das ist das, was wir immer wollen oder schon immer seit unserer Jugend ja quasi leben irgendwo auch. Und von daher... Wir gucken einfach mal, wo es hinführt. Ich will mir da jetzt keine großen oder kleinen Ziele stecken, sondern ich versuche immer irgendwie das Beste rauszuholen, was im Moment möglich ist. Und Neuigkeiten zu Final Breath? Gibt's da was? Neues Album? Ist was in der Planung? Es ist in der Planung, aber auch da will ich jetzt gar nicht irgendwie zu konkret werden, weil ich möchte jetzt auch keine Versprechungen machen, die ich letztendlich am Ende vielleicht nicht halten kann. Wir haben genug neue Songs geschrieben. Wir werden uns jetzt in die Phase auch der Aufnahmen fürs Album übergehen. Wie lange das konkret dauern wird, ich hoffe, dass das bis irgendwann im Laufe 2024 dann soweit sein wird. Aber ich kann, noch konkreter kann ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht werden. Dann danke ich dir und liebe Metalheads und Nicht-Metalheads, kommt am 28. hier in die Stadthalle, unterstützt das Festival. Ich bin natürlich auch da und ich werde auch wahrscheinlich voll auf meine Kosten kommen, weil ich kann mich erinnern, wir hatten vor 7, 8 Jahren mal ein Interview, damals noch für eine Zeitung und ich war ja schon immer Metal-Fan und du hast damals zu mir gesagt, weil ich ein bisschen Probleme mit dem Death-Metal hatte, wenn du dich mal an die Stimmen, an den Gesang gewöhnt hast und die Musik auf dich wirken lässt, dann wirst du die Musik genießen. Und ich bin mittlerweile totaler Death-Metal-Fan geworden, dank dem Heiko. Deswegen freue ich mich persönlich riesig auf den Auftritt und ich freue mich natürlich auch riesig, dass jemand in deiner Person sich da auch engagiert und den Metal eben nach Lohr bringt. Also hoffen wir auf einen vollen Saal. Was erwartest du abschließend? Ich hoffe einfach wieder, dass wir irgendwo bei den 400 Besuchern landen, wie die letzten Male auch. Und dann wäre das alles schon toll. Und eine fette Party über 10 Stunden lang. Ja.
Ich muss kurz drüber nachdenken, aber ja. Also 10 Stunden sind es auf alle Fälle, es lohnt sich. Ja, genau. Karten gibt es natürlich über die Homepage auf der Stadthalle. Sonst noch irgendwo kann man die direkt erwerben. Im E-Sender gab es die auch mal. Im E-Sender Engelhardt gibt es die immer noch zu kaufen. Ansonsten per E-Mail oder einfach über Reservix. Die Möglichkeiten kann man auf der Stadthalle nachlesen oder bei uns auf der Facebook-Seite. Genau. Und wer sich noch nicht auskennt mit der Musik, der schaut vorbei. Es lohnt sich. Auf jeden Fall. Kuder ist nicht nur in der Jägersprache die Bezeichnung für den männlichen Luchs, sondern auch die ausdrucksvolle Namensgebung der Lora Punk Noise Rocker um die beiden Brüder Markus und Thorsten Ruf. Am 21. Oktober treten Kuder im Rahmen des Praise the Fuzz Festivals gemeinsam mit Szenegrößen wie Sienna Root, Truckfighters oder Nebula in der Stadthalle auf. Ich habe die rockenden Luchse bei den Proben für ihren anstehenden Gig besucht und wollte etwas mehr über die Band und ihre Musik wissen. Wir sind bei Kuda, der Lora-Band, die beim Praise the Fuzz Festival am 21. Oktober in der Stadthalle spielen. Und ich möchte vom Thorsten und vom Markus mal wissen, was es denn mit der Musik so auf sich hat. Was steckt hinter Kuda? Also Kuda ist eine Zwei-Mann-Krawall-Band. Wir machen Noise, Punk, Hardcore. Eine ziemlich heftige Geschichte. Und das halt zu zweit. Es gibt nur Schlagzeug, Bass und Gesang. Markus, vielleicht erklärst du uns mal, wie kamst du zu dieser Bruderkonstellation und warum nur Bass und Schlagzeug und Gesang? Naja, während Corona war es halt nicht möglich, groß andere Leute zu rekrutieren. Und zu zweit war die Organisation immer sehr einfach. Außerdem haben wir unten im Keller bei uns, im Haus unserer verstorbenen Großeltern, ein mini kleines Proberäumchen und da passen leider nicht mehr als 2 Leute rein. Deswegen werden wir auch zu zweit bleiben. Also Mittel zum Zweck, aber gibt es mehrere Bands in eurem Genre, die tatsächlich nur Bass, Schlagzeug, Gesang haben oder seid ihr eher außergewöhnlich? Gibt es mittlerweile immer mehr. Also Death From Above fällt mir da ein. Oder auch Royal Blood, die auch, glaube ich, in England riesig groß sind, eine britische Band. Aber klar, meistens sind es 3-, 4-, 5-Mann-Bands und wir zu zweit sind da doch eher die Ausnahme. Aber wie gesagt, organisatorisch und auch für die Soundmenschen dann bei Konzerten ist es viel einfacher. Deswegen ladet uns ein, wir haben Zeit. Thorsten, du hast ja schon in einigen Lora-Bands gespielt, seit du ziemlich jung bist. Cut the City war ja, glaube ich, dein mit erfolgreichstes und größtes Projekt. Die Band hat sich aufgelöst und mit Kuda geht es jetzt weiter. Blick mal voraus, ihr habt 2 Songs aufgenommen. Erzähl mal kurz was dazu. Ja gut, wir haben zum Glück das Stagehouse in Lohr. Ne, und Sven Lieber, der war ja der Gitarrist von Cut the City gewesen, guter Freund von mir. Und haben wir vor ein paar Jahren eben auch die ersten 2 Lieder aufnehmen dürfen und waren jetzt vor kurzem oder sind aktuell auch noch im Stagehouse, nehmen gerade neue 3 Lieder auf. 21. Oktober, Praise the Fuzz. Ganz kurz was zu dem Festival. Ihr passt ja musikalisch schon ein bisschen da rein mit eurer Art von der Musik. Ja, ich meine, das sind Legenden, das sind wirkliche Legenden, die dort spielen. Ich meine, die Gründer des Stoner Rocks sind vor Ort, es sind andere große schwedische, amerikanische Bands vor Ort, die allerdings eher ihren Schwerpunkt beim Stoner haben, allerdings auch Indie-Rock vertreten, 111, Würzburg-Berlin-Mischung sind super interessant und dann Opener machen halt wir. Das heißt, um wie viel Uhr geht's los und was erwartet ihr an dem Tag? Ja, wir erwarten einen Haufen Spaß und los geht's um 16 Uhr bei uns. Und ihr seht im Hintergrund ein paar Auftritte laufen. Ihr wart im Jutze ein paar Mal und habt auch schon ein paar andere Konzerte gehabt. Da war ich auch vor Ort und habe ein bisschen gefilmt. Das könnt ihr euch anschauen und euch schon mal darauf einstimmen. Und ich bin natürlich auch am 21. mit Kuda vor Ort. Und da werde ich natürlich direkt nach dem Konzert ein paar Stimmen einfangen und dann mal schauen, wie es mit euch weitergeht. Ich danke euch ganz herzlich.
Ja, liebe Zuschauer, wie jedes Jahr treffen wir uns zur Herbstzeit hier im Ritterer Humuswerk mit Maximilian Kanzler, dem Geschäftsführer. In den letzten Jahren hatten wir ja zwei Wettbewerbe, der größte Kürbis, die höchste Sonnenblume. Und dieses Jahr haben wir zur größten Zucchini ausgerufen. Hier steht die Waage. Und nachdem sich der Maximilian die letzten Jahre als Moderator so gut bewährt hat, übergebe ich das Wort direkt an dich und du führst durchs Programm. Ja, genau. Danke, dass du da bist, Frank. Ja, wir haben uns wieder ins Zeug gelegt. Letztes Jahr konnten wir ja den größten Kürbis in meinen Spessart züchten. Die größte Sonnenblume gab es auch. Ja, und natürlich haben wir auch bei der Zucchini-Challenge wieder mitgemacht und dieses stolze Exemplar hier züchten können. Und da sind wir mal gespannt, wie wir damit im Rennen liegen. Wir haben hier die Waage aufgebaut. Ich lege sie einfach mal drauf und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Also ja, wir sind jetzt mit 3,09 Kilo dabei dieses Jahr. Das ist für eine Zucchini schon ganz schön ordentlich, oder? Was meinst du dazu? Ich weiß nicht, wie der Durchschnitt ist. Also die meisten ernten die Zucchinis wahrscheinlich immer eher, weil man sagt, der Geschmack ist besser. Die wenigsten lassen sie ja wachsen, bis genau, es wieder geht. Genau, richtig, ne? Klar. In der Küche ist eine kleine Zucchini besser. Wir haben es jetzt mal drauf angelegt, wie groß kann eigentlich so eine Zucchini werden. Also nehmen wir die nächste gleich, probieren es aus. 3,09, merken wir uns. Genau, und hier, da haben wir schon ein ganz schön ordentliches Geschoss. Das hat der Uwe eingereicht. Schauen wir mal, wie es damit aussieht. Da lese ich 5,82 Kilo. Wow, also das, da bin ich jetzt ein bisschen das ist schon ordentlich, also das sieht ganz gut aus. Aber es gibt ja immer einen Spezialkandidaten, der ja auch mit irgendwelchen fragwürdigen Pflanz- und Humusmethoden den größten Kürbis oder den schwersten Kürbis letztes Jahr hatte. Das ist ja hier in der Gegend, der hat auch noch eine Zucchini eingereicht. Genau, der Timo, der hat vorletztes Jahr ja die Kürbis-Challenge gewonnen. Letztes Jahr konnten wir ihn schlagen. Er hat auch wieder eine Zucchini eingereicht. Da haben wir jedoch nur ein Foto von ihm bekommen. Blenden wir ein. Genau. Und da die Zucchini hat 3,75 Kilo auf die Waage gebracht. Also denke ich, haben wir hier mit dem Gewinner oder hast du auch noch was beizutragen? Ich habe natürlich auch eine Zucchini mitgebracht. Also ich sehe schon, die ist ein bisschen kleiner, aber ich bekomme den Ehrenpreis, wahrscheinlich für die schönste Form, denn ich habe es gerade schon ausprobiert, diese Zucchini eignet sich nämlich perfekt als Halskette. Oh. Und ich glaube, allein deswegen würde ich sagen, also der kreative Preis, der geht dieses Jahr an mich. Ja, also da muss ich wirklich sagen, die sieht echt fantastisch aus. Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, ich habe jetzt hier auch unsere neue Auszubildende Talula mit dabei. Was machst du denn für eine Ausbildungsrichtung bei uns? Ich mache Kauffrau zum Büromanagement als Ausbildung gerade und ich habe am 1.9. angefangen dieses Jahr. Genau, super. Da freuen wir uns, dass wir auch wieder jemanden gefunden haben. Wir suchen auch aktuell gerade wieder jemand Neues zur Verstärkung und zwar einen Maschinenführer und LKW-Fahrer, der unseren Mietenumsetzer fahren kann. Ja, zunächst mal müssen wir aber auch noch unseren Gewinner von der diesjährigen Zucchini-Challenge noch mal beglückwünschen. Der Uwe hat ja hier mit seinem Prachtexemplar gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir lösen natürlich unseren Preis ein. Er hat 1000 Liter Erde oder Kompost von unseren Produkten gewonnen. Und ja, wir haben natürlich auch was hier mit unserer Zucchini vor. Und wir hatten ja versprochen, wir zeigen euch ein super Rezept für Zucchini. Kommt doch mal mit. Ja, wir haben unser ganz spezielles Kompost-Humus-Werk-Rezept für unsere Zucchini heute vorbereitet. Und zwar dachte ich mir, ja, in der Küche stehen und mit dem Messer Zucchini schnibbeln, habe ich heute nicht so viel Lust drauf. Deswegen haben wir mal hier unser großes Gerät zur Hilfe genommen. Das ist unser Zerkleinerer. Und der wird hoffentlich in der Lage sein, diese Zucchini in mundgerechte Stücke zu schneiden, sodass wir sie dann anschließend kochen können. Lassen wir uns überraschen. Arbeitssicherheit ist natürlich auch in der Küche ganz wichtig, daher immer Schutzbrille aufsetzen. Ja, das hat auch super geklappt mit dem Zerkleinern. Das sind doch schöne mundgerechte Stücke, dann können wir mal weitergehen zum Kochen. Ja, zum Kochen nutzen wir natürlich auch unsere Kompostmieten, denn wer schon gut aufgepasst hat in den Sendungen von uns, weiß, in den Kompostmieten entsteht viel Wärme durch den biologischen Abbauprozess. Und auf dem Thermometer kann ich hier sehen, wir haben hier 83 Grad drin und das würde theoretisch tatsächlich ausreichen, um dieses Gemüse hier zu garen. Wir buddeln da jetzt mal ein Loch, buddeln das ein und ich denke, so nach circa 3 Stunden könnte die Zucchini tatsächlich weich sein.
Also Frank hat mir vorhin schon gesagt, dass er großen Hunger hat. Deswegen jetzt mal schnell hier in den heißen Kompost, da verbrennt man sich fast die Finger. Das buddeln wir jetzt hier ordentlich ein. Und ja, dann kann Frank das nachher mal probieren. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Nochmal aufs Thermometer gucken. Wir haben immer noch 82 Grad. Also der Kochprozess wird ziemlich schnell starten. Ja, und wenn ihr Glück habt, hat Frank nicht alles aufgegessen bis zum 29. Oktober beim Rambo-Fest und ihr kriegt noch was von ihm ab. Schülerfirmen des P-Seminars am Lora Franz Ludwig von Erdthal Gymnasium haben mittlerweile eine lange Tradition und erfreuen sich bei den Schülern Jahr um Jahr großer Beliebtheit. Für dieses Jahr hat sich die Firma Beggin gegründet, die mit eigens designten ökologischen Stofftaschen etwas über den Aufbau eines an einer Aktiengesellschaft orientierten Unternehmens erfahren möchte. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Beggin, unserer Schülerfirma vom diesjährigen P-Seminar Wirtschaft und Recht. Wir sind der letzte G8-Jahrgang und wir haben uns eben überlegt, dass wir mal was Neues machen. Wir produzieren nämlich Taschen mit unseren individuellen Logos und wir legen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und das ist so unsere Firmenidee. Und Sie können uns gerne zum Beispiel sponsern oder einfach unsere Taschen dann einfach kaufen. Dafür haben wir diese Förderurkunden und damit unterstützen Sie uns. Wir werden nämlich von der Junior AG oder von der Junior GmbH betreut und diese ermöglicht uns quasi, diese Firma möglichst einfach laufen zu lassen und erledigt die schwierigsten Aufgaben im Hintergrund, vor allem die rechtlichen, weil wir das als kleine Firma einfach alles nicht auf einmal stemmen können. Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall gelernt, was Zusammenhalt und Teamarbeit bedeutet und wie man eben selbstständig organisiert, wie zum Beispiel die Zeitpläne einzuhalten und generell halt auch, wie man dann nochmal die erzielten Ergebnisse reflektiert, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen. Ja, wir wollen auf jeden Fall viele Taschen verkaufen und auch mit unseren nachhaltigen Taschen, mit unserer Idee natürlich erfolgreich sein. Die Taschen werden so ca. 6 bis 7 Euro kosten und man kann sie online erwerben, in der Schule oder auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, also wir haben im Laufe der Ideefindung haben wir mit dem Starthouse in Lohr zusammengearbeitet und das Starthouse hat uns unglaublich geholfen, uns unsere Ideen zusammenzubringen, wie wir am besten zusammenarbeiten können und unsere ganzen kreativen Köpfe, die ganzen Ideen, die da drin sind, zu verbinden und dann eine zu finden. Wir haben das gemacht, indem wir 3 Gruppen erstellt haben und die dann sich eine Idee ausgedacht haben und die dann zusammengestellt haben. Und dann wurden gegenseitig, haben wir uns kritisiert und haben gesagt, was sind denn die Vorteile und die Nachteile davon und dementsprechend haben wir uns dann auf die Idee, Taschen zu produzieren und die dann mit unseren eigenen Logos zu versetzen und dann zu verkaufen. Ich habe die Logos alle entworfen und zum Beispiel bei der FFVG-Tasche waren auf jeden Fall die Farben, halt wegen den Schulfarben allein schon. Und dann wollten wir halt irgendwas Neues bringen, irgendwas, was halt auch zu der Jugend passt. Und dann haben wir uns halt für eine Graffiti-Schrift entschieden. Also falls euch das jetzt gefallen hat und ihr überzeugt wart von der Idee von uns Beggin als Schülerfirma, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram. Unsere Taschen werden dann in der Schule verkauft werden oder auch auf Weihnachtsmärkten. Und ja, falls euch die Idee gefällt, schaut gerne bei unserem Instagram vorbei und vielen Dank fürs Zuschauen. Immer mehr Menschen entscheiden sich dieser Tage für eine Wald- oder Baumbestattung. Eine solche Beisetzung im Wald ist naturnah, schlicht und tröstlich. Auch die geringen Beisetzungsgebühren und entfallende Kosten für Grabpflege sprechen dafür. Der Gemeindewald Steinfeld ist einer der schönsten und vorratsreichsten Wälder in Franken. Auf einer Größe von über 1200 Hektar dominieren hier alte Buchen- und Eichenwälder. Inmitten dieses Urwaldcharakters liegt in der Abteilung Alter Ruh am höchsten gelegenen Platz im Gemeindewald der Ruheforst.
Monika Wolf und Daniel Franz sind die zuständigen Betreuer der sogenannten Ruhebiotope, die erworben werden können. Wir befinden uns hier am kleinen Andachtsplatz von unserem Ruheforst Steinfeld Maria Buchen. Wir haben hier ein Kreuz, zwei Urnensteller, zwei Bänke. Wir sind hier ein freier Friedhof. Egal von wo man kommt, kann man hier sich einkaufen und auch beisetzen lassen. Die Fläche ist geweiht, das Kreuz ist geweiht, der Andachtsplatz oder die Andachtsplätze sind geweiht. Der Ruheforst Steinfeld Maria Buchen ist ein freier Friedhof. Egal von wo man kommt, also selbst aus Frankfurt, aus Berlin, haben wir hier schon Leute beigesetzt. Der Ruheforst Steinfeld Maria Buchen hat 8 Hektar und ist konfessionsfrei. Wir haben bei uns im Ruheforst 2 Biotoparten. Und zwar ein Familienbiotop. Hier ist es gut zu sehen. Hat eine Nummer, Steinfeld Maria Buchen. Das ist die Nummer 386. Eine Eiche und hat eine blaue Ronde. Und blau ist bei uns immer Familienbiotop. Ein Familienbiotop hat immer 12 Plätze. Hier haben wir ein Gemeinschaftsbiotop. Ein Gemeinschaftsbiotop hat eine gelbe Ronde. Und hier kann man einzelne Plätze an einem Baum kaufen. 1, 2, 3 Plätze nebeneinander. Wenn jemand verstorben ist und es gewünscht wird, kommt eine kleine Tafel an den Baum mit den Initialen. Man kann Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Sterbedatum und ein kleines Kreuz anfertigen lassen. In der Hauptsache haben wir hier natürlich Eichen- und Buchenbestand. Das ist das, was im Spessart heimisch ist. Daneben gibt es aber auch eine große Vielfalt als Mittelpunkt des Biotops, zum Beispiel Findlinge, alte Wurzelstöcke, alte Holzstöße. Der größte Teil unserer Kunden schließt hier einen Vorsorgevertrag ab. Das heißt, die Kunden suchen sich selber zu Lebzeiten aus, was ihnen gefällt, und haben damit die Gewähr, dass sie das haben, was ihnen selber gefällt und was zu ihnen passt. Der Ruheforst wurde ja 2018 eröffnet und eingeweiht. Die Ruhefrist beträgt 99 Jahre. Das heißt, hier ist bis 2117 hat man Anspruch auf den Platz, und bis dahin wird auch forstwirtschaftlich nicht bewirtschaftet oder Holz entnommen. Die Ruheforste gibt es seit 15 Jahren. Wir haben jetzt in ganz Deutschland 84 Ruheforste. Die Tendenz bei der Bevölkerung ist hin zu Waldbestattungen in der Natur. Die Menschen kommen zu uns in den Ruheforst, um auch die Stille des Waldes zu genießen bei der Trauer. Die Grabpflege im Ruheforst übernimmt die Natur. Die Grabpflege bei uns ist nicht erwünscht, also keinerlei Ablage von Blumen oder Gestecken. Die Grabpflege macht die Natur mit Sommer, Winter, Frühjahr, Herbst. Für einen Eindruck laden die persönlichen Führungen, die Monika Wolf und Daniel Franz im Ruheforst des Steinfelder Gemeindewaldes anbieten, ein. Am 4. November findet zudem am großen Andachtsplatz eine Allerheiligen-Andacht mit Segnung durch Pfarrer Albert statt. Musik.